Ende Mai 2016 in Minnesota. Amy Allwine und ihr Ehemann Steven sind konservative Katholiken und leben mit ihrem Sohn in der beschaulichen Kleinstadt Cottage Grove. Sie werden von der lokalen Polizei und dem FBI aufgesucht. Amys Name, ihre Adresse und ein Bild von ihr wurden in einer dunklen Ecke des Internets gefunden, auf der Darknet-Website Besa Mafia. Dort habe ein Unbekannter mit dem Nutzernamen Dog Day God mindestens $6,000 gezahlt, um sie von einem Auftragskiller umbringen zu lassen. Die Familie solle Überwachungskameras installieren und Acht geben. 6 Monate später ist Amy Allwine tot. Zehn Monate zuvor in London. Chris Montero arbeitet eigentlich im IT-Bereich, aber in seiner Freizeit leitet er den Subreddit r/deepweb, schreibt Artikel in seinem Blog pirate.london und auf Rational Wiki. Letzteres hat sich die Entkräftung von Verschwörungsmythen und Pseudowissenschaft auf die Fahne geschrieben. Monteros Spezialität sind Darknet-Mythen. Das Darknet ist der anonyme Teil des Internets, der nur über einen speziellen Browser erreichbar ist. Dort gibt es Umschlagplätze für Waffen, Drogen, Kreditkarteninformationen und Hacking-Werkzeuge. Und auch diverse Websites, die Auftragsmorde anbieten. Zahl 20.000 Euro in Bitcoin und jemand schafft egal wen für dich aus der Welt. Zahl mehr und du kannst dir aussuchen, wie die Person stirbt. Montero ist sich sicher, dass all diese Hitman-for-Hire-Seiten Fake sind. Scams. Und er hat recht. Er schreibt einen Wiki-Artikel über sie, stellt sie bloß und klärt Leute auf. Dann stößt er auf etwas Seltsames. Jemand auf Rational Wiki hat seinen Artikel zu den Auftragskiller-Seiten modifiziert. Dort steht jetzt auf einmal: Es gibt keine Beweise, dass diese Seiten mehr wären als Betrugsmaschen, um Leute ihre Bitcoins abzuknöpfen. Außer Besa Mafia. Die ist echt. And someone starts fiddling with his article and saying, actually, no, there are some Hitman marketplaces. And he enters an edit war, if you wish, and from there it all goes south, really, all goes. Spills out of control very quickly. Das ist Gian Volpicelli, leitender Redakteur bei Wired. Er hat einen fantastischen Artikel zu der Geschichte von Besa Mafia geschrieben und uns von seiner Recherche erzählt. Montero schaut sich die Besa Mafia Darknet-Seite also an. Angeblich kann man hier Auftragskiller der albanischen Mafia anheuern. Besa ist albanisch für Ehre. Doch die Seite scheint ganz offensichtlich ein billiger Scam zu sein und es gibt keinen nachweisbaren Bezug zur albanischen Mafia. Solche Infografiken zu den angeblichen Gangmembern überall auf der Welt, inklusive Bitcoin. Safe. Dazu kommt eine lustige Erklärung, wie Besa je nach Job schaut, welcher Killer gerade in der Nähe ist und Job done. If you look actually at the early iteration of the Besa Mafia website, it was ridiculous, it was preposterous, it was full of supposedly Russian killers, like bare-chested and almost pecs, with holsters and bandoliers and massive Kalashnikovs. Montero schreibt einen Blogpost über seine Funde. Doch dann tritt tatsächlich jemand von Besa Mafia mit ihm in Kontakt. Die Person nennt sich Yura. Sie behauptet, die Seite sei gar kein Scam und es gibt ein Hin und Her zwischen Montero und der Person. Am Ende publiziert Montero die gesamte Konversation ebenfalls auf seinem Blog, inklusive expliziter Drohungen von Yura, ihn im Internet zu diskreditieren. Bis hierhin findet Montero das alles ziemlich komisch. So yeah, it was amateurish and it was bad. So Montero thought this guy is an idiot. I'm just going to have a whale of a time with him, mocking him. Doch unter dem zweiten Post hinterlässt jemand einen Kommentar mit einem Link zu einem Video. Okay, die Website ist zwar lächerlich, aber Yura scheint es doch sehr ernst zu meinen. Das Video mit dem Namen von Monteros Blog auf einem Zettel vor einem brennenden Auto ist ganz eindeutig eine Drohung. Montero wendet sich an die Polizei, doch die beachtet ihn nicht weiter. Gleichzeitig steigt er tiefer in das Geschäftsmodell von Besa Mafia ein und realisiert, wie groß der Scam in Wirklichkeit ist. Yura hat eine gewaltige Desinformationskampagne rund um die Website aufgezogen.
Gemeinsam mit einem Team verbreitet er den Namen Besa Mafia strategisch überall im Internet. Wie aus dem Nichts tauchen hier und da kleine Blogs und Artikel rund um die Website auf. Es wird vor der Seite gewarnt, sie sei absolut echt und gefährlich und die Behörden sollten dagegen vorgehen. Auf Quora werden ganze Konversationen gefälscht. Jemand fragt, ist die Besa Mafia Auftragskiller-Website echt? Und Scott Willey, ein angeblicher Forscher auf dem Gebiet der organisierten Kriminalität, antwortet. Ja, ist absolut echt, hier ist ein Beweisvideo, alle, die sagen, Auftragskiller im Darknet gäbe es nicht, sind faule Polizisten. Gut, schaut man sich Scotts Profil auf Quora an, merkt man schnell, dass er in fast all seinen Antworten auf diverse Fragen immer wieder Besa Mafia einstreut. Montero will Jura und seiner Operation ein Ende bereiten. Gemeinsam mit einem Freund, der sich Judge Judy nennt, beginnt er, die Website anzugreifen und immer wieder zu hacken. Sie verschaffen sich Zugriff auf die Anfragen aller Besa Mafia-Kunden. Die bestätigen erstmal schlussendlich, dass die Seite ein sehr erfolgreicher Scam ist. Das Muster ist immer dasselbe. Ein Kunde gibt an, wen er wann warum aus dem Weg geschafft haben möchte. Jura bittet um eine Anzahlung von ein paar tausend Euro in Bitcoin. Danach denkt er sich immer neue Ausreden aus, warum der Job noch nicht erledigt wurde. Judge Judy und Montero erlangen schließlich die Kontrolle über die gesamte Besa Mafia Website und nehmen sie offline. Ein weiterer involvierter Hacker veröffentlicht alle Kundenanfragen und potenziellen Opfer online. Mit der langen, langen Liste der Anfragen in der Hand wird Montero vor allem eines bewusst: wie gefährlich Juras Kunden sind. In most scams, the dangerous person, the most dangerous person involved is the scammer. In this case, the most dangerous person involved is the scammed one, the person paying bitcoins to kill someone else. Wer so viel Geld bezahlt, um jemanden umbringen zu lassen, der macht es am Ende vielleicht auch selber. Und so sitzt Montero im Prinzip auf einer Liste mit Leuten überall auf der Welt, die potenziell in Lebensgefahr sind. Er schaut sich alle Kunden von Besa Mafia an und stuft sie nach ihrer Gefährlichkeit ein. Wie oft sie bei Jura nachhaken, wie sehr sie ihre Zielperson tot sehen wollen. Ganz oben auf der Liste steht ein Nutzer mit dem Namen Dog Day God und sein Opfer Amy Allwine. Das FBI stattet Amy Allwine auf Basis der veröffentlichten Informationen von Montero und Co. einen Besuch ab, um sie zu warnen. Doch niemand ahnt zu dem Zeitpunkt, dass Dog Day God während des gesamten Gesprächs mit am Tisch sitzt. Amys Mann Stephen Allwine hat eine Affäre mit einer anderen Frau. Eine Scheidung ist aufgrund seiner Position in der lokalen Kirche aber keine Option. Also muss seine Frau sterben. Er ist es, der monatelang versucht, einen Killer bei Besa Mafia anzuheuern. Als das schließlich scheitert, bringt er Miss Allwine selber kaltblütig um und versucht es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Doch die Ermittler kommen ihm schnell auf die Schliche. Über Spuren auf seinem Computer stellen sie fest, dass es sich bei Stephen Allwine tatsächlich um Dog Day God handelt. In einigen weiteren Fällen wurden Besa Mafia-Kunden festgenommen, bevor sie potenziell selber zur Tat geschritten wären. Doch in vielen Ländern hat die lokale Polizei überhaupt nicht verstanden, was vor sich ging, oder die Hinweise von Montero oder Journalisten wie Jean nicht ernst genommen. Besa Mafia existiert unter immer neuen Namen bis heute weiter. Jura wurde nie gefasst. Niemand weiß, wer er ist. Man kann nur mutmaßen. I would say it's a youngish, tech-savvy, even if possibly not a tech-professional, man in Eastern Europe, who now is sitting on a lot of bitcoins. Wie reich Jura mit Besa Mafia geworden ist, ist schwer zu sagen. Aber es sind sicherlich Millionen. By the time I had written the article, it was about $4 million in Bitcoin. But back then, 2018, right? So now it's possibly 5 times that. Besa Mafia ist ein Beispiel dafür, wie viel Mystik sich um das Darknet rankt. Vielleicht so viel, dass Leute sogar einer Auftragskiller-Website Glauben schenken, egal wie lächerlich sie eigentlich wirken mag. Gleichzeitig ist die Liste der Anfragen auf der Seite auch eine Art Guckloch in die dunklen Abgründe der menschlichen Natur. Nicht zuletzt zeigt diese Geschichte erneut auf, wie dringend Polizeibehörden sich besser für digitale Verbrechen aufstellen müssen. Man sollte eng mit Leuten wie Montero zusammenarbeiten, sie am besten im eigenen Team haben. Auftragskiller-Websites im Darknet sind allesamt Scams. Oder?
I would add a caveat though that there has been some recent news coming out of Russia, according to which actually such markets now exist, at least in Russia. There have been arrests. So we might have to revise that rational wiki art. Cheers. Hey, schreibt uns eure Meinung zu dieser Story gerne in die Kommentare. Auf der Endcard findet ihr ein Video von Der Fall über Profiler und einen Beitrag von uns zu drei Deutschen, die im Darknet reich geworden sind. Ansonsten bis zum nächsten Mal.